Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Mist Survival. Wir haben Tag 12, 0:05 Uhr. Ich habe jetzt nur die halbe Nacht geschlafen. Wir nutzen die Nacht, wir bleiben einfach hier oben im Zimmer und verstecken uns quasi vor Zombies. Falls da Zombies kommen. Wir nutzen mal die Zeit, ich wollte euch mal die Karte zeigen, ja. Ich habe das ein bisschen vorbereitet. Ich tappe jetzt aus dem Spiel, der Ton ist weg. Und gehe mal auf die Karte. Also. Und nicht draufklicken. Wir sind jetzt zurzeit hier. Und hier ist als Referenz, man kann das jetzt hier auch schlecht sehen, weil jetzt genau das hier ist. Die Tankstelle ist hier. Nee, nicht Quatsch, die Tankstelle. Die Tankstelle ist, die ist hier gar nicht zu sehen. Hier sind die, hier ist das Motel. Dann kommt diese kleines Zeltarrangement mit dem Auto als Starterpunkt, den wir besucht haben in dem einen Video. Dann weiter runter, hier rechts kann man schwer sehen, ist die Tankstelle. Und hier oben ist auch so eine Art, ich sag jetzt mal Tankstelle zu, aber das ist dieser, da stehen die Autos auf der Straße rum und da haben wir das Zahnrad her und solche Sachen. Wir sind quasi hier und den Bär haben wir zum Beispiel hier oben erledigt, hier. Hier ist so ein kleines Gebäude mit einem Sendemast und so ein kleines Zeltdings. Hier sind auch noch Gebäude, die müssen wir auch noch erkunden. Aber hier überall, wo die roten Kreise sind, da soll es Erweiterung fürs Backpack geben. Und diese blauen, nee, umgekehrt, die roten sind die Raider-Camps und die blauen. Na, jetzt muss ich mal nachgucken. Also ich fand die Seite total super. Ach, blauen sind die. Blauen sind die bösen Jungs. Okay, also hier sind die Banditencamps. Obwohl die Banditen hier überall rumlungern, ja. Hier auf der Straße ist so eine Blockade. Da sind die auch manchmal, wenn man durchfährt, hier bis zur Kurve, wo die Stadt anfängt, verschwinden die auch manchmal wieder. Wenn man jetzt zurückfährt, sieht man die plötzlich nicht mehr. Hier sind überall noch kleine Sites, wo man ein bisschen erkunden kann. Hier wollte ich mal hin, ja. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich bin schon mal von hier so hochgefahren und dann kam mir gleich Raider entgegen und die haben mich voll weggeballert. Ich muss quasi die Straße runter, hier zum See und dann so runter und dann hier hinten rum. Und das werden wir mal versuchen. Jetzt habe ich aber rausgefunden, wir brauchen mehr Metall, ja, weil ich muss vorher meine Basis ein bisschen ausbauen, meine Fenster verstärken und. Aber um das zu tun, brauche ich mehr Metall. Und die einfachste Lösung war, man kann wohl doch einige Objekte zerstören. Ja, man kann zum Beispiel die Schaukel und so und das Schaukelpferd und das Spielzeug und Metallfässer und manchmal sind Metallzäune irgendwo bei irgendwelchen Campsites. Kann man wohl zerstören, aber das macht das Werkzeug auch kaputt. Deshalb der beste Weg ist, Spiel neu laden. Und dann soll alles respawned sein. Also speichern, neu laden. Ganz einfach. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Also kurz austappen. Ich muss wieder zurückwechseln. Vollbild. So. Ach, wir werden noch. Jeden Fall bis zum nächsten Morgen schlafen. Das heißt, ja, auf jeden Fall 5 Stunden, obwohl es ein bisschen wenig ist. Wir müssten bis 7 schlafen, damit es richtig hell ist. Machen wir auch. Sehr schön. Und wir versuchen mal NPCs zu finden. Wir brauchen unbedingt ein bisschen AI. Wir haben hier schon gut ausgebaut. Ist alles sehr schön.
Wir werden das Auto mal vorbereiten. Die Fallen, also solange man die Fallen nicht lootet und so, bleibt das Zeug frisch, solange wir. So, 31% Motor. Ah, okay. Ich glaube, hier hin und zurück geht's noch. Ich habe festgestellt, dass hier schon 0,8%, also ist wahrscheinlich nicht mehr essbar, weil uns der Kühlschrank fehlt. So. Ist jetzt alles durcheinander, ist mir egal. Hauptsache weg. Hauptsache irgendwo. Werde ich dieses Zeug los. Hier ist noch ein bisschen Scrap Metal. Dafür hatten wir ja diesen Schrank. Obwohl da auch schon alles durcheinander ist. Wir haben sogar noch ein Zahnrad. Die Lederhäute, die sind noch okay. Bandage nehmen wir mal mit, vorsichtshalber, falls wir bluten. Wir haben, oh ja, das wollte ich noch umfüllen. Ah, man klickt drauf und nichts passiert, ja. Das ist ja nicht automatisch, das. Man hat jetzt aber Zeit verschwendet. Es ist schon 7 Uhr, wir haben jetzt schon eine Stunde rumgegammelt quasi. Wegen so ein paar Aktionen. Ein Schluck Alkohol. Wir werden mal, das behalten wir da. Die Waffe nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir mit zum Aufbrechen von Türen. Das Messer nehmen wir mit. Und die Axt. Ja, okay, so. So, wir lassen. Ein Motor, die Zündkerzen und eine 100% Batterie. Der Rest muss raus. Die Reifen brauchen wir auch nicht. Obwohl die Zündkerze, die 46er, nehmen wir mal zuerst. Ja. Raus damit. Ah, komm, falls wir Hunger kriegen unterwegs. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was das stark verbraucht. Nein. Na, machen wir hier. Das sind schon Autoteile. Hier haben wir Stöcker. Hab ich gar nicht gewusst, dass wir die da haben. Haben wir noch einen Batterieplatz? Ja. Ist alles durcheinander, egal. Wir müssen das nochmal ein bisschen sortieren später. Gut. Fahren wir mal los. Ach so, was ich vergessen habe, ist gucken. Also das hat sich nicht resettet. Das auch nicht. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich resetten sich nur die blauen Autos, wo man nicht. Ah, auch nicht. Auch nicht. Okay, schon mal die Theorie gescheitert. Kann man das hier zerhacken? Das stimmt schon mal, dass wir das zerhacken können. Wahrscheinlich ist die Axt danach kaputt. Inventory. Zwei Metal Scraps und wir haben die Axt ja schon ziemlich kaputt gemacht. Zwei Metal Scraps, zwei Wooden Scraps. Okay, also ein bisschen kriegen wir da raus.
Ist nicht überwältigend. Wir werden das gleich mal einsortieren. Immerhin. 4 Metal Scraps macht 2 Metall. Können wir schon wieder eine Axt herstellen. Und damit. Es ist wie morgens, wenn man losgeht, ja. Ist schon 2 Stunden weg und man hat noch nichts geschafft. Heute werden wir mal die Stadt ein bisschen erkunden. Heute ist gerade schöner Tag. Ich muss nachgucken. Sicher, sicher. Da ist das Haus. Bauen wir da lang. Geht schneller zur Straße. Stelle mich ein bisschen an mit dem Autofahren hier. Wohl ein bisschen. Entweder habe ich den Sprit noch nicht entleert oder ist doch respawned. Aber auf jeden Fall die Items sind nicht respawned. Schauen wir mal hier, ob jetzt hier wieder Zeug rumliegt. Nee. Obwohl hier liegt doch wieder was Lootbares rum. Ja, hier liegt so viel Metallschrott, ja. Man müsste eigentlich. Das kann man nicht. Hier, die Dinger. Die soll man angeblich ernten können. Kann man aber nicht. Aber ein paar Sachen scheinen zu respawnen. Also das ist wirklich irgendwie ein bisschen random. Bisschen zu viel random für meinen Geschmack. Wie viele Metal Scraps kriegt man da? Oh, diesmal waren es 3. Naja, gut. Okay, so kann man, so geht's auch. Man soll angeblich die Zäune da ernten können. Oh, das Auto schwebt. Tut. Der Finger weh. Wir werden mal direkt durchfahren und den Rückweg hier anhalten. Wir fahren mal hin und gucken mal, ob der Motor dann dort überlebt hat. Bestimmt. Doch, zum Glück gibt es noch keinen Schaden. Hier rechts sind auch noch Häuser. Da sind überall Banditen drin, ja? Oder Monster. Und wenn die dann auch noch respawnen, dann macht das Ganze noch sehr, sehr schwierig. Da man noch keine Munition craften kann, macht das auch keinen Sinn, ja? Da irgendwie aktiv zu werden. Da sind sie. Die ballern gleich los, sobald ich hier länger stehe. So, der Motor ist, glaube ich, ein bisschen runtergegangen. Die Batterie ist runtergegangen, aber wir haben eine Batterie eingesammelt. Ist auch gut. Weiß noch nicht, wie man ein Hühnchen fängt. Man kann die zwar mit Pfeil erlegen, aber dann sind die tot. Ich will die eigentlich für mein, man kann so ein Chicken Coop, so ein Hühnchenunterstand bauen, in der die dann Eier legen und solche Sachen. Man kann irgendwie Möhren, man kann Suppe kochen mit Möhren und was nicht alles, ja.
Das fragt sich nur, wie macht man das? Das kann man leider nicht aufnehmen. Hier sind so viele Kisten, da könnte man denken, Mann, die sind ja voll mit Zeug. Aber nein. Die Autos sind auch nichts. Hier ist ein kleiner Zaun. Komm, wir rennen mal kurz zu diesem Auto zurück. Ich glaube, das war auch nichts. Tja, liegt ein Stein drauf. Hey, meine Hand spiegelt sich cool. Und muss aufhören, so viel zu rennen. Achso, das ist das Fahrersymbol. So, in der Stadt sind auch viele Monster. Wir hoffen mal. Oh, jetzt spawnt alles. Wir finden mal jemanden, der mit uns fährt. Ich habe ja irgendwo mal schon gesehen, dass es gibt wohl AI-Survivor und man kann auch, gibt Optionen in den Menüs. Die flitzen hier überall rum in den Häusern, überall wo dunkel ist. Deswegen kann man nur am Tag wirklich sicher hier einen Ausflug machen. Acht Liter, geilo. Ehrlich? Hab ich jetzt den Tank vergessen? Ärgert mich. Food Poisoning, na toll. Ja, ich hatte vorhin die rohen Dinger gegessen. Ich hätte die nur grillen sollen. Da drinnen schreit schon wieder jemand. Also rohes Zeug nicht essen. Manchmal denke ich, dass man auch so ein paar Sachen mitnehmen kann. Hier ist ein schöner Grill oder so, aber das geht alles nicht. Also jedenfalls nicht das meiste. Manchmal sind Items, die zum Mitnehmen aussehen, sind aber auch nicht zum Mitnehmen. Räder werden wir auch mitnehmen, weil braucht man. Sind alle Arten von Dingen, ja, die das kann man nicht abbauen. Da hinten die Schaukel kann man bestimmt abbauen, aber will jetzt die Axt nicht verschwenden für zwei Scrap Metal.
auf, ich finde ja mal ein Haus, was nicht gerade mit Monstern infiziert ist. Sehr schön, könnte man sich eigentlich als Haus vorstellen. Ja. Oh, geil. Ein Gewehr. So, hier sind Metal Scraps, kann man aber nicht aufnehmen. Wenn man hier so überlegt, allein das Material, was hier drin ist, ein Haus besteht aus so viel Material und, und. Könnte man eigentlich tagelang looten, ja? Man könnte Holz abbauen, Möbel zerschreddern, alles. So, ein Laptop liegt hier rum und. Muss ein bisschen auf die Zeit achten. Klatsche hier so vorsichtig rum, aber ich habe natürlich auch keine Lust, überrascht zu werden. Rifle Ammo, cool. Oh, cool. Lockpick for Prybar. Proceed. Inventory. Equip. Jetzt bin ich schon wieder voll. Jetzt müsste ich eigentlich. Das kann man nicht stacken. Das kann ich aber so. So, zack. Jetzt müsste ich eigentlich schon wieder. Okay, das war das Badezimmer, das war natürlich. Also so ein Haus würde ich auch gerne haben wollen, ja. Chocolate Bar. Wenn wir später nochmal. Hier sind Jeans und was nie alles an Zeug rumliegt. Ein Sewing Kit können wir leider nicht verwenden. Sogar ein Fernseher. Schlepp ich doch meine Wohnung. Schließ den Generator an, hol mir den Computer, irgendwelche Filme von alten Festplatten.
Na gut, man muss dem Entwickler noch Zeit geben. Ich denke mal, das irgendwann geht noch sowas. Wow, das war das erste Haus. Wir könnten eigentlich den Anhänger gebrauchen. Auto hat zu wenig Slots. Und ich finde unser Auto noch. Werden wir mal ein Stück vorfahren. Scrap Metal. Ausbeute ist schon nicht schlecht. Also schön viel Metall, bisschen Holz, Gewehrmunition einmal, eine Batterie, Bandage, Essen, na, die Steine hätte ich nicht aufsammeln dürfen. So, irgendwo gibt es ja noch ein Raider Camp. Wir erinnern uns. Gut, war da nicht außersehen. Hier war das Haus. Wir schauen noch mal kurz auf die Karte. Wir sind jetzt hier an dem Haus und hier kurz hinter der Kurve, also da vorne rechts ist ein Raider Camp. Das heißt, wir könnten hinter dem Raider Camp sind noch drei Häuser, die könnte man erkunden und hier sind auf jeden Fall Zombies drin, aber da gucken wir auch noch mal rein. Gehört. Sehr schön. So, ein bisschen aufpassen und ein bisschen auf die Zeit gucken. Hintertür war natürlich offen, na klar. Salz ist gut. Zucker und was haben wir hier? Streichhölzer sind richtig super. Hier steht überall Zeug rum. Ja, Jüte. Könnte natürlich sein, ja. Das ist ja leer, aber man kann zum Beispiel alles recyceln, ja. Plastikcontainer nehmen für Wassertransport und. Also da. Hier waren wir schon. Das ist nix. Schnell noch im Obergeschoss. Dann war das vorne links, wo die Zombies waren. Oh, schickes Badezimmer. Manchmal sieht man so Bildchen, ja, von den Familien, die hier leben. Ja, den Teppich, Stoff, also man kann eigentlich den Rücksitz vom Auto, man kann alles vollstellen, ja, theoretisch, ja.
fällt mir das immer nicht, dass sie zu wenig Inventarslots haben in die Fahrzeuge. Ist unrealistisch. Ja, ich kann ganze Umzüge mit einem Auto machen, ja. Und viel mehr darin schleppen, ja. Ganze Schränke und Möbel einladen und. Ja, aber da könnte der Entwickler noch ein bisschen nacharbeiten. Fernseher mitschleppen. Fernseher zerstören nach. Die Axt ist schon auf der Hälfte. Keine Komponenten. Auch leer. Dann war das Haus befallen. Das letzte Mal, wo ich da war, war befallen. Okay. Muss nicht sein. So, 14 Uhr. Jetzt müssen wir langsam am Heimweg denken. Hier vorne müssen wir mal gucken. Könnte irgendwo. Da hinten. Oder hier. Okay, das Ding ist auch befallen. Ah, 5 Liter. Muss ich also nochmal her. Was das Problem ist, dass man dann das Auto schrottet. Mittlerweile. Wenn man nicht alle Komponenten neu bekommt. Ach, hier ist das Raider-Kämpfer. Obwohl es aber nicht bewohnt aussieht. Okay. Puh, ist doch bewohnt. Beobachte mal den Eingang. Werde schnell nochmal austappen. Okay, ich bin um die Kurve gefahren. Da ist das Raider Camp. Hier ist. Nee, das ist das erste Haus, was hier dahinter war. Und zwar bin ich jetzt, mit ihr schnell nochmal mitgucken könnt, Leute. Ich bin jetzt hier. Das Raider Camp war schon. Aber das habe ich ja anscheinend gelootet. Gelootet? Da waren keine Raiders. Vielleicht ist das auch random, wo die denn einmal erscheinen. Wir werden jetzt mal hier noch hingehen und hier hochfahren. Gucken, ob die Häuser mit Zombies infiziert sind. Hier ist noch was Schönes und wir könnten dann einfach übers Feld fahren. So gerade rüber.
um dann wieder auf die Straße zu kommen und einen Bogen zurückzufahren. Dann brauchen wir nicht hier nicht mehr langfahren. Könnten wir auf dem Rückweg noch die anderen Camps so ein bisschen abfahren und gucken, ob wir da noch was holen können. Und hoffen, dass bis dahin natürlich das Auto nicht kaputt geht. Oder vielleicht. Na, wir werden mal unser Glück nicht so herausfordern. Wir speichern mal hier. So, wir haben offiziell fast keinen Platz mehr. Super. Das habe ich doch gebraucht. Sehr schön. Hat der jetzt zwei? Ja, da gibt es auch einen Duplikationsfehler oder die sind übereinander gespawnt. Möglicherweise. Ist ein bisschen wie das andere Haus. Oh, hier gibt es einen Texturfehler. Auch übereinander. Oder gibt es da einen Fehler, wenn man es falsch klickt? Genau das haben wir gebraucht. Mehr Inventarplatz. Leere Flaschen brauchen wir erstmal nicht. Wir werden keine weiteren Leuchten bauen. Das machen wir mal später. Doppelt. Oh, soll mir recht sein. So. Zack. Das stapeln, das Mehl stapeln, sehr Mehl, Zucker. Den können wir gleich essen. Das können wir nicht mehr stapeln. Bandagen, haben wir das irgendwie noch? Holz, nein. Schrotflinte haben wir noch nicht gefunden. Können wir noch irgendwas hier stapeln? Die Steine gehen mir auf den Sack. Das Ding machen wir dahin. Okay, das war's. Schade. Gibt es keinen Autosortiermechanismus, falls wir irgendwas übersehen haben? Speichern. Was haben wir vergessen? Zweite Etage. Auch doppelt.
Schön. Also die Messer sind super, weil die sind extrem teuer herzustellen. So, und das war das Klo. Da müsst ihr hier. Ah ja, hier ist diesmal nichts zum Aufbrechen. Noch ein Nähkästchen-Kit. Können wir dann noch stapeln? Noch mehr Werkzeug, super. Cool. Und eine Katze. Komm, mach mal Werkzeug weg. Nochmal. Ich weiß nicht, ob man die Haustür schließt, aber da ist eh offen. Ja, mein Inventar ist ja eigentlich voll. Das rohe Fleisch hätte ich nicht mitnehmen sollen. Das kann ich nicht mehr stapeln. Das ist auch voll. Könnt ihr die Steine wegschmeißen? Gucken wir mal wenigstens, ob es befallen ist oder nicht. Auf jeden Fall. Da bleibe ich weg. So, meine Idee hier irgendwie runterzufahren. Glaube ich, keine gute Idee. Gucken wir mal nach dem Motor. Oh, 20% von 25 runter. Okay, also wir haben. Das wäre nicht sehr gut. Mal vorsichtig auszudrücken. Da hinten kommen wir nicht runter. Als hätten sie ja machen können, dass man wenigstens mal eine Runde fahren kann hier. Ist mir zu gefährlich. Okay. Fahren wir den anderen Weg zurück. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall richtig viel Loot. Damit können wir jetzt schon mal einen Kühlschrank bauen und, und. Keine Ahnung, wie das Auto beschädigt oder nicht beschädigt wird. Ob man jetzt Vollgas fährt oder nicht Vollgas. Ich werde mal so ein bisschen
versuchen zu rollen und schon zu fahren. Blöd ist, dass ich meinen Tank vergessen habe, das ärgert mich. Hätte ich jetzt 15, 16 Liter mehr Sprit gehabt. Ah, machen wir nächste Runde. So, das ist ein See. Das kenne ich. Ich habe gedacht, das ist eine Betonfläche. Von Weitem sah es aus wie Beton. Hier rechts hinter dem Zaun, was ich. So, da hinten müssen wir ein bisschen Vollgas geben. Da sind ja die Bösen. Rücktour immer sind die weg. Was ist das hier? Wie kann man das Gebäude nennen? Okay, das ist der Repair Shop, also die kleine Werkstatt. Wegen der vielen Autos. Ja, zurück zu Hause. Kann ja nur so viel bauen. Ja, man kann Zäune bauen und was nicht alles, aber überall braucht man Werkzeug und so. Und das Auto 12%. Eine Tour noch und dann braucht man neue Motor, neue Batterien, neue Zündkerzen. Wahrscheinlich schon auf der Rücktour dann. So, nächstes bauen wir mal einen Kühlschrank. Kühlschrank. Obwohl die Dinger eigentlich auch gut sind, um die Fenster zu verstärken. Brauchen wir aber viel Werkzeug. Ja, ich glaube, die Investitionen sollte man gehen. Wir werden mal das hier hinpacken. War jetzt hier noch benötigt? Ach, Lashings, ja. Lashings. Verdammt, wo kriegen wir Lashings her? Wo hatte ich die ursprünglich gefunden? Irgendwo mittendrin. Ist wirklich nicht schön. Immer noch. Die doch schon zum Trocknen aufgehangen. Sind immer noch roh. Vielleicht muss das draußen hängen oder was? Oder muss da ein Feuer drunter sein? Müssen wir mal probieren. Eine Destille wäre auch cool, aber brauchen wir 20? Na, später. Nägel, Blätter, Werkzeug.
Okay. Was brauchen wir für den Hühnerstand? Acht Nägel, 15 mal Werkzeug, 15 Bretter und 20 Blätter. Nägel, 15 mal Werkzeug und 15 Bretter. Blätter, oh noch mal so. Na, wollen wir die nicht schmissen? Ach, Nägel hatten wir schon. Zeug wegräumen. Da. 8. 16. 16, 16, 16. Jetzt brauchen wir nur noch Blätter. Wo haben wir die? Haben wir doch nicht weggeschmissen. Nein. Ach, hier wahrscheinlich irgendwo. Gut. Nächste Folge Hühnchenhaus. Gucken wir mal, ob wir alles haben. Jawohl. Ach, und ein Hammer. Ein Hammer, ein Hammer, ein Hammer. So. Wir werden das austauschen mit der Pistole. Sehr schön. Okay, nächste Folge heißt es, wir bauen ein Hühnchenhaus. Ein Hühnerhaus. Schlafen bis. Machen wir bis um 7 wieder. Also, das heißt, Hunger, so, ach, egal, brauchen wir nicht. Sind also 7 plus 2, 9 Stunden. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.